Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich bin froh, dass Sie in der Gegend waren, Commander. Wir haben einen Notfall und Sie sind der Einzige, dem ich diesen Job anvertrauen kann. Wie kann ich helfen, Admiral? Biotische Fanatiker haben eine medizinische Forschungsstation mit einer psychotropischen Droge angegriffen. Die Drogen haben die Forscher vorübergehend verrückt gemacht und die Biotiker nutzen sie nun als menschliche Schilde. Ich werde mich um die Biotiker kümmern, Admiral, und versuchen, die Verluste zu minimieren. Ich weiß, dass Sie das tun werden, Commander. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten der Station. 5. Flotte, Ende. Bereit. Offenbar hat Cerberus noch weitere Basen auf dieser Welt, Commander.
Los, los, los! Los, los, los! Los, los, los! Welche Cerberus-Monstrositäten wir wohl in der nächsten Basis finden? Das sind wir Kahoku schuldig.
Das ist Admiral Kahoku. Cerberus muss ihn aufgespürt haben. Entsichert und geladen. Schaltet sie aus! Ich bin dran. Entsichert und geladen. Ich bin dran. Ich bin dran. Die Schmacht ist dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Entsichert und geladen. Ich mache ihn. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Entsichert und geladen. Ich bin dran. Still. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich mach dich fertig. Entsichert und geladen. Ich mach dich fertig. Ich bin dran. Entsichert und geladen. Entsichert und geladen. Ich mache ich fertig.
Wir empfangen eine Transmission, Commander. Das sollten Sie hören. Seien Sie gegrüßt, Commander Shepard. Ich repräsentiere eine Gruppe, die gern mehr Informationen über die Aktivitäten von Cerberus hätte. Wer sind Sie? Und wen repräsentieren Sie? Wer ich bin, ist ohne Belang. Es reicht, wenn Sie wissen, dass ich ein Agent des Shadow Brokers bin. Wissen Sie, Admiral Kahoku kontaktierte meinen Auftraggeber, weil er Informationen über die Standorte der Cerberus-Stützpunkte suchte. Wir gaben ihm die Informationen unter der Bedingung, dass er uns Kopien aller Dateien aus den Cerberus-Systemen aushändigt. Das sind geheime Allianzdateien. Ich werde sie Ihnen nicht übergeben. Seien Sie vernünftig, Commander. Cerberus operierte außerhalb der Zuständigkeit der Allianz. Sie schulden Ihnen keine Loyalität. Die Allianz wird diese Informationen einfach in einem Archiv verschwinden lassen. Aber kein Geheimnis bleibt ewig geheim. Letztendlich wird es irgendjemand irgendwann in unsere Hände geben. Das können genauso gut Sie tun. Geben Sie uns die Dateien, dann werden Sie entschädigt. Meine Loyalität gilt der Allianz, nicht dem Shadow Broker. Jammer schade, Commander. Mein Arbeitgeber wird das nicht vergessen haben, wenn Sie das nächste Mal etwas von uns wollen. Offenbar ist niemand zu Hause. Laut dieser Aufzeichnungen hat das Erkundungsteam eine Art Alien-Technologie ausgegraben. An der Ausgrabungsstätte lassen sich vielleicht Antworten finden.
etwas habe ich schon gesehen. Maschinenkultisten. Das Erkundungsteam muss eine Art Alien-Technologie ausgegraben haben, die es in hirnlose Fanatiker verwandelt hat. Was immer sie gefunden haben, ist schon seit langem nicht mehr hier. Sie kriechen durch meine Finger. Ich spüre das Schlagen ihrer Flügel. Los, los, los! Stirb! Achtung!
Wenn ich lächle, läuten die Wände. Ich mache so viel Musik. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie das schaffen, Commander. Sie konnten die Basis sichern und die Biotika neutralisieren, ohne dass es zivile Verluste gab. Ich mache nur meinen Job, Admiral. Ich wollte keine Unschuldigen opfern. Ich wünschte, jeder Soldat hätte Ihre Auffassung von "Ich mache nur meinen Job". Sie sind es wahrlich wert, diese Uniform zu tragen, Shepard. Wir stehen in Ihrer Schuld. Fünfte Flotte Ende. Eindringlinge! Tötet die Geisel! Schnell, wir werden ihn umbringen. Still, still! Sehen Sie, wie es ist? Man schreibt Briefe und wird von allen ignoriert. Gewalt ist das Einzige, das die Leute verstehen. Wie wäre es, wenn ich den Vorsitzenden Burns töte und diese Scharade beende? Bitte, ich versuche doch nur, Ihrem Volk zu helfen. Tun Sie nichts, was wir alle bereuen müssten. Warum nicht? Was haben wir denn zu verlieren? Da der Vorsitzende hier entschieden hat, dass wir keine Entschädigung bekommen werden, haben wir nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Aber ich habe meine Meinung geändert. Wo ich sie gesehen habe, wurde mir klar, dass sie... Sie hatten ihre Chance. Einige L2 sind aufgrund der Nebenwirkungen der Implantate fast verkrüppelt. Aber Sie sind gegen Entschädigungen. Denken Sie darüber nach. Burns ist der, der Ihnen helfen kann. Ja, wenn Sie mich freilassen, kann ich mir die Entschädigungsanträge nochmal ansehen. Was? Wir sollen Ihnen vertrauen? Klar, Sie versprechen uns die Freiheit und sagen, dass alles gut wird. Aber sobald wir uns ergeben, hintergehen Sie uns. Ich verspreche nicht, Sie gehen zu lassen. Ich sage nur, dass Burns sich die Sache nochmal ansieht. Nicht wahr, Burns? Sicher. Ich hatte keine Ahnung, dass die L2-Biotika so verzweifelt sind. Hätte ich das gewusst? Es wird Entschädigungen geben. Das verspreche ich Ihnen. Sie haben recht. Ich will nicht sterben. Vielleicht passiert ja diesmal was. Ich gebe auf. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Ich werde dafür sorgen, dass die Entschädigungsdiskussion weitergeführt wird. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie so verzweifelt waren. Ein Kreuzer der 5. Flotte wird Sie und die Gefangenen in Kürze abholen.
Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Danke, dass Sie sich um die Geiselnahme gekümmert haben, Commander. Der Vorsitzende Burns war sehr beeindruckt, wie Sie die Situation auf friedliche Weise gelöst haben. Ihre Hilfe auch außerhalb Ihrer formalen Pflichten wurde zur Kenntnis genommen, Commander. Fünfte Flotte Ende. Offenbar gibt es auf dem Planeten unter uns einen aktiven Notsender, Commander. Keine Nachricht, nur ein Ortungssignal. Retter? Gott sei Dank. Sehen Sie? Ich habe doch gesagt, dass jemand wegen des Signals kommen würde. Mein Name ist Dr. Ross. Ich bin hier die leitende Forscherin von Exogeny. Wir sitzen seit Tagen hier fest und langsam geht uns das Essen und Wasser aus. Sie kommen gerade rechtzeitig. Ich muss wissen, was hier los ist. Warum wimmelt es hier von torianischen Creepern? Woher wissen Sie über den Torianer? Ich weiß, was Exogeny vorhat. Ich habe gesehen, was dieser Torianer den Kolonisten angetan hat, und ich habe ihn vernichtet. Dann ist unser Geheimnis nun keins mehr. Ich muss nicht lügen, da Sie das Schlimmste bereits wissen. Die Creeper hier wurden mit Hilfe veränderter Proben von den Exemplaren auf Pharos geschaffen. Wir fanden einen Weg, sie in fügsame, gehorsame Diener zu verwandeln. Bis vor einigen Tagen war alles in Ordnung. Dann drehten plötzlich alle Creeper durch. Nur wenige von uns haben es bis in diesen Raum geschafft. Was hatten Sie erwartet? Sie haben doch nicht wirklich geglaubt, dass es sicher ist. Wir wussten, dass es Risiken gibt. Aber ich dachte, wir hätten alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Hören Sie, ich weiß, dass das, was wir hier getan haben, falsch ist. Ich gebe es zu. Aber es ist jetzt vorbei.
Es macht keinen Sinn mehr, es den Behörden zu melden, oder? Sie hatten bei diesem Projekt das Sagen. Die Sicherheit Ihrer Leute war Ihre Verantwortung. Sie haben ihnen vertraut. Und Sie haben dieses Vertrauen verraten. Seien Sie vernünftig. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Und wem nützt es, wenn ich jetzt ins Gefängnis komme? Normalerweise würde sich Exo-Jenny um mich kümmern, aber Sie haben offenbar genug damit zu tun, die Sache auf Ferros gerade zu bügeln. Aber ich habe Geld. Ein Notgroschen, den ich angespart habe. Er gehört Ihnen, wenn Sie uns gehen lassen. Die Opfer hier haben Gerechtigkeit verdient. Ich muss sie festnehmen. Das wird nicht passieren. Feuer eröffnen! Feuer eröffnen! Thank you.
Laut des Logbuchs war das Schiff draußen beim Perseusnebel. Offenbar haben sie eine Art Alien-Artefakt gefunden. Sie haben es an Bord geholt und dann? Das ist seltsam, Shepard. Sie haben einen Kurs eingegeben, der direkt in den Perseusnebel führte. Als wollten sie von den Geth gefunden werden. Dieses Artefakt hat dafür gesorgt, dass die Sovereign ihren freien Willen verlor, genau wie bei Saren. Warum sollten sie sonst in den Geth-Raum fliegen? Die Einträge danach ergeben nicht mehr viel Sinn. Es ist, als wäre der Captain langsam verrückt geworden. Hier steht nichts darüber, wie sie wieder ins Gebiet der Menschen kamen. Die Geth haben sie in Husks verwandelt und das Schiff da platziert, wo man es finden würde. Sie wollen uns zeigen, was mit Organischen passiert, die dumm genug sind, in den Nebel zu fliegen. Die Geth haben sie in Husks verwandelt und das Schiff da platziert, wo man es finden würde. Sie wollen uns zeigen, was mit Organischen passiert, die dumm genug sind, in den Nebel zu fliegen. Sieht verlassen aus. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Gott, die gesamte Kolonie muss verwandelt worden sein. Yeah.
Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Geben Sie den Befehl.
Thank you.
Thank you.